Mit dieser schwierigen Übung aus dem Profibereich werden deine Spieler richtig gefordert. A spielt diagonal vom großen Viereck auf B' im kleinen Viereck, welcher den Ball gerade auf A' ablegt. Dieser spielt den Ball direkt nach außen auf B, der denselben Ablauf vornimmt und wieder in das kleine Viereck auf C' spielt. Der äußere Spieler folgt immer seinem Pass und der innere Spieler geht eine Position innerhalb des kleinen Vierecks zurück. Es wechselt immer ein Spieler aus dem äußeren Viereck mit einem Spieler aus dem inneren Viereck.